Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Whispered World. Ja, im letzten Part haben wir endlich den Flüsterstein aus Bot heraus gefoltert bekommen, ja, nee, operiert bekommen. Auch wenn wir dazu die Folter-Variante verwendet haben mit der Streckbank. Aber na gut, Spot schien sich da ganz wohl zu fühlen, hat Cedric gesagt, und er sah auch so aus. Aber gut, Spot fühlt sich ja überall wohl. Ihr seht's ja schon, hier haben wir den Flüsterstein auch wieder. Der Flüsterstein, endlich habe ich ihn wieder. Genau, Kumpel. Nein, danke. Mir liegen schon mehrere Steine im Magen. Spot hätte ihn erst gegessen, also ja. Den packen wir jetzt mal in das Planetensystem hier unten rein. Schade, so außerhalb war er nicht rum. Passt, ich habe den Flüsterstein eingesetzt. Hervorragend! Wie bist du an ihn rangekommen? Das willst du gar nicht wissen. Dann will ich auch nicht gefragt haben. Achte aber in jedem Fall darauf, dass die Planetensteine in der richtigen Reihenfolge angeordnet sind, ja? Na klar. Reihenfolge? Ach! Ich habe hier gerade blau gelesen, und wenn ich jetzt mal zurückgehe in das Alchemielabor, dann war doch dort so ein ekelhaftes Periodensystem, das aber nur 5 Farben hatte. Und wir haben 5 Steine da drin. Hier. Warte mal. Das sind die 5 Elemente. Von links nach rechts, Vernin, Afrium, Silentium, Pornitium und Phrom. Am besten kann man sie anhand ihrer Farben unterscheiden. Okay. Okay. Gut, das hat mir jetzt nicht besonders geholfen. Da hatte ich nämlich keine weiß, und der Flüsterstein ist ja weiß. Vielleicht verrät mir ja eines dieser Bücher was. Hier ist ein Band über Astronomie. Mal sehen. Vernicus ist größer als Frobbel, aber kleiner als Afrius. Der mittlere Planet heißt Pornitus. Er ist der größte der 5 Planeten. Von der Sonne aus werden die Planeten immer größer und nach Pornitus immer kleiner. Silens ist der 2. Planet im Sonnensystem, aber nicht der 2. kleinste. Frobbel wird häufig vom 2. größten Planeten verdunkelt, der eine Position näher zur Sonne steht. Aha. Was? Da oben haben wir auch die Planeten aufgezeichnet. Aber was? Das kann sich doch kein Mensch merken. Aber hier ist drüben in meine kleine Lösung guck. Dann steht da auch, dass ich anhand des Alchemielabors wohl die anhand der Anfangsbuchstaben der Elemente die Farbzuweisung erhalten soll. Warte mal, ich habe hier blau, lila, rot, gelb, grün. Aber der Flüsterstein war doch die ganze Zeit weiß. Wieso ist der jetzt auf einmal nimmer weiß? Okay. Dann war meine Vermutung doch gar nicht mal so falsch. Jetzt müsste ich mir nur noch die Dinger notieren hier. Die Anfangsbuchstaben hier. Hier ist ein Band über Astronomie. Mal sehen. Vernicus ist größer als Frobbel, aber kleiner als Afrius. Der mittlere Planet heißt Pornitus. Er ist der größte der 5 Planeten. Von der Sonne aus werden die Planeten immer größer und nach Pornitus immer kleiner. Silens ist der 2. Planet im Sonnensystem, aber nicht der 2. kleinste. Silens? Frobbel wird häufig vom 2. größten Planeten verdunkelt, der eine Position näher zur Sonne steht. Aha. Frobbel. Mit FR war das, glaube ich. Dann habe ich jetzt schon mal 4. Wie war der 5. nochmal? Hier ist ein Malsee. Vernicus ist größer Frobbel. Als Frobbel, aber kleiner als Afrius. Afrius, genau. Okay. Heißt Pornitus. Er ist der größte der 5 Planeten. Von der Sonne aus werden die Planeten immer größer und nach Pornitus immer kleiner. Ja, das reicht jetzt, das ist jetzt egal.
Ich will jetzt zurück zum Alchemielabor, damit ich die Farben schon mal weiß. Ich muss ja den Umweg gehen. Hier durch und hier durch. Wenigstens geht das mit dem Doppelklick ganz gut. So, dass es nicht ganz so ätzend ist. Ein bisschen weiter hätte ich noch scrollen können. So, da rein. Netter Gesichtsausdruck bei dem Ladebild. Jetzt kann ich hier am besten das erkennen, wenn ich das Röhrenlabyrinth mal benutze. Auch wenn ich es nicht wirklich benutzen will, aber da sehe ich das dann besser. VR oder was ist das? Ach, das soll ein E sein wahrscheinlich. Dann ist Verni also rot. Rot. Afrius ist lila. Ja, meinetwegen auch violett. Ich schreibe jetzt halt lila, weil es kürzer ist. Solentium oder Silentium. Ich weiß jetzt nicht, was das ist. Das ist für mich so eine Art braun oder so. Ich erkenne es zumindest als braun. Könnte auch ein grau sein, ich weiß es nicht. Ich erkenne es jetzt nicht so genau, weil braun hat es, glaube ich, nicht. Egal. Pornitus ist einwandfrei gelb. Der hier, Frobbel, ist grün auf jeden Fall. Grün. So, jetzt brauche ich dann wieder die Anordnung. Och Gott, ist das ein Geschieß hier, die richtig anzuordnen. Der Typ hätte auch ruhig einfach kurz runterkommen können und sagen können, hier übrigens die Anordnung, wenn ich dich schon damit nerv, ich weiß die, ich bin ja Astronom, ich kenne die Planetenanordnung. Also, das muss dorthin, das muss dorthin, das muss dorthin, bla bla bla. Aber nein, er lässt einen Laien, legt er das Schicksal der Welt in seine Hände und sagt hier, mach mal. Ja, machen Sie doch mal. Ja, nee. Finde ich nicht so schön. Oh Gott, jetzt brauche ich wieder diese komische Dingens da. Hier ist ein Band über Astronomie. Mal sehen. Vernicus ist größer als Frobbel, aber kleiner als Afrius. Der mittlere Planet heißt größer Ornithus. Frobbel, kleiner Arni. Von der Sonne aus werden die Planeten immer größer und nach Ornithus immer kleiner. Silenz ist der zweite Planet im Sonnensystem, aber kleiner, nicht der zweitkleinste. Frobbel wird häufig vom zweitgrößten Planeten verdunkelt, der eine Position näher zur Sonne steht. Aha. So. Dann, zeig mal nochmal. Hier ist ein Malsee. Vernicus ist größer als Frobbel, aber kleiner als Afrius. Der mittlere Planet heißt Pornitus. Porni ist größter. Von der Sonne aus werden die Planeten immer größer und nach Pornitus immer kleiner. Silenz ist der zweite Planet im Sonnensystem, aber nicht der zweitkleinste. Frobbel wird häufig vom zweitgrößten Planeten. So, warte. Okay, Ach, ich wollte doch gar nicht raus. Was soll denn die Scheiße? Entschuldigung. Ich wollte noch mal gucken. Der mittlere Planet heißt der ist der größte. Von der Sonne aus werden die Planeten immer größer und nach Pornitus immer kleiner. Silenz ist der zweite Planet im Sonnensystem, aber nicht der zweitkleinste. Frobbel wird häufig vom zweitgrößten Planeten verdunkelt, der eine Position näher zur Sonne steht. Aha. Ich weiß es jetzt noch nicht so ganz. Ich weiß nur, der größte ist jetzt mal Pornitus und der gelbe, der kommt also unten rechts hin. So, meinetwegen auch hierhin. Dann habe ich einen roten, der ist größer als Frobbel, aber kleiner als Afrius. Also größer als Frobbel, aber kleiner als Afrius. Das heißt, Afrius müsste theoretisch oder könnte ein zweitgrößter sein und das ist ein lila, ne? Der müsste dann hierhin. Und Verni ist kleiner, also rot, hierhin. Ich weiß es noch nicht so ganz, ob das so stimmt. Grün, blau. Rot, lila. Also rot, lila habe ich auf jeden Fall hier eingetragen. Grün und gelb. Ach, blau sollte das sein, nicht braun. Okay, für mich sah es eher nach braun aus, aber gut, dann ist es eben blau. Blau.
Hier ist ein Banal-Sibernik. Der mittlere Planet heißt, von der Sonne aus werden die Planeten... Silenz ist der zweite Planet. Silenz ist der zweite. War nicht der zweitkleinste. War nicht der zweitkleinste. Vom zweitgrößten Planeten verdunkelt, der eine Position näher zur Sonne steht. Aha. Die Sonne, das wäre dann gelb. Ich weiß es doch nicht. Oh Gott, oh Gott. Aber das bringt uns eh noch nichts, weil wir noch kein Öl haben. Uns fehlt ja noch Öl. Öl. Okay, aber wo bekommen wir Öl her? Hier steht, ich soll die Kuh melken, aber das macht Zedwick ja nicht. Kann ich Spot das essen lassen? Ich glaube nicht, dass Spot das schmecken würde. Er könnte damit ja gar keinen Schaden anrichten. Okay. Auch eine Möglichkeit, aber kleinen Moment mal eben. Okay, meine Vermutung war schon gar nicht so schlecht, im Kerker mit der Säge dann einen Ölzweig abschneiden zu lassen, während der andere Käfig dann hochfährt. Aber ich darf das nicht mit der Säge machen. Auch wenn das damit, denke ich, auch hätte funktionieren können. Ich muss es mit der Sichel machen. Und wieso gehe ich jetzt eigentlich hier hoch? Ein Kerker ist doch normalerweise immer unten. So, da ist er auch. Ich muss die Sichel da wohl irgendwie dran packen. Nein, ich schätze, er hat schon genug gelitten. Ja, bloß die Frage ist halt, wie? Weil der macht die Sichel ja da nicht ran. Käfig. Knochenstumpf, Nagelbett. Nein, ich bräuchte ein Bett. Ach, das kann ich mir jetzt hier dahin. Hast du einen Ersatz? Ach Gott. Kein Danke. Du bist doch nicht etwa nachtragend, oder? Jetzt haben wir ihn zum Pirat gemacht. Arrr. Okay, dass wir zum einen die Sichel verwenden müssen und zum anderen am Knochenstumpf, wäre ich jetzt so schnell nicht drauf gekommen. Aber die Vermutung war immerhin schon mal die richtige, Leute. Man merkt schon, dass der Schwierigkeitsgrad deutlich anzieht gegen Ende des Spiels. Das ist schon krass. Ach, ich habe mich vergessen reinzustellen. Upsi. So kann das natürlich nichts werden. Ja, Spot, gucke mal glücklich rum. Genau. Stell dich in den Käfig. Und nun? Nun machst du die Käfigtür zu, wirfst den Schlüssel weg. Ah ja, und Spot zieht dich hoch. Oder auch nicht. Gut, jetzt habe ich einen Ölzweig. Diesen Ölzweig, den kann ich jetzt gleich dann aufheben. Ja, hier Oliven. Diese Oliven. Die Olivenernte ist dieses Jahr nicht gerade üppig ausgefallen, aber immerhin. Okay, schauen wir mal. Da kommt jetzt sicher das Rohrlabyrinth ins Spiel. Weil da haben wir ja auch noch ein Rätsel. Und der Astronom hat ja auch irgendwie was gesagt, dass sein Bruder irgendwie, der ja jetzt tot ist, eines natürlichen Todes gestorben, zumindest für einen, Chemiker, dann können wir sicher hier die Oliven irgendwie... Das könnte funktionieren. ...reinflöppeln. Müssen die dann noch irgendwie von unten erhitzen, da können wir dann Spot wahrscheinlich drunter stellen. Und los geht's. Als hier Dings, wie heißt's, nochmal Bunsenbrenner quasi. Ach, da ist es kaputt, deswegen geht's da nicht durch, okay. Also jetzt kommt dieses Rätsel zum Tragen. Jetzt wird's interessant. Den Korken brauche ich auf jeden Fall noch, ja.
So, jetzt geht es hier lang. Und wenn ich das jetzt hier entsprechend drehe... okay, das Drehen braucht jetzt halt eine Weile. Na, jetzt mach hinne. Ich habe gerade kurzzeitig einen Windows-Mauszeiger gesehen. Das ist bei sowas nie gut. Pack das ins kaputte Rohr. Ah, scheiße, drehen wollte ich doch nicht. Egal, pack das ins kaputte Rohr. Und dann da oben noch rein. Okay, dann dreh es halt nochmal. Und dreh es nochmal. Und dreh es nochmal. Und jetzt packt es ins Rohr. So, jetzt kommt es da oben raus. Öl. Nehmen. Nein, ich komme nicht ran. Mein selbst destilliertes Olivenöl ist fertig. Aber wie komme ich jetzt daran? Das ist jetzt die Frage. Wo muss alles immer außer Reichweite sein? Das ist jetzt die Frage. Spot, kannst du mir das Öl holen? Wenn ich da nicht rankomme, dann schafft es Spot erst recht nicht. Er ist viel kleiner und schwächer und überhaupt. Wie soll ich da rankommen? Also das Rohrlabyrinth war kein Problem. Aber wie soll ich da jetzt rankommen? Ja gut, danach schaue ich dann, dass ich im nächsten Part da rankomme. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe ihr hattet ein wenig Spaß an diesem Part und dann sieht man sich im nächsten Part wieder, wenn es wieder heißt Let's Play The Whispered World. Bis dann, macht's gut und ciao Leute!